So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play, ja, Wildlands. Wir sind jetzt hier in Liberdad und genau, wurden praktischerweise schon hier relativ gut hinplatziert. Und jetzt werden wir mal den Gothos Apartment durchsuchen. So. Ich bin mal super gespannt. Vor allen Dingen hoffe ich mal, dass das ein bisschen ruhiger abläuft Seht euch das hier. mal an. Ziemlich große Stadt, wenn man die Lage bedenkt. Erinnert mich an Houston. Alles ist rund um die Ölraffinerie gebaut. Ja, das sagt ihr jedes Mal, wenn ihr hier seid. So, dann schauen wir mal. Ach so, warte. Ja, genau. Das muss in Gossos Bude sein. Suchen wir den Eingang. Was hat euch aufgehalten? Oh, der hat es gar nicht gespeichert, oder? Oh Mann, verdammt. Ich dachte, die werden jetzt schon. Entschuldigung. Ich dachte, das wäre jetzt schon beim nächsten Ort. Da nähert sich ein Helikopter. Wir müssen durchbrechen. Wie wäre es, wenn euch Rainbow zeigt, wie es geht? Wer hat eine Sprengladung? Ghosts ziehen leisere Lösungen vor. Ja, so, bla bla. Das haben wir ja alles Auf schon dieser Frachtliste des gemacht. Kartells steht in Gossos Name, was beweist, dass er für das Kartell tätig war. Ich habe andere Infos, die auch darauf hindeuten. Was hat Cavera mit diesem Kerl zu tun? Keiner. Deiner, wenn du da bist, heb ab. Ich stehe unter Druck. Santa Blanca hat mich enttarnt. Ich bin geflohen, aber sie halten mich im Chemical Institut Libertad fest. Ich konnte ein Handy stellen, aber sie dürfen es nicht bei mir finden. Keine Ahnung, wie lange ich noch habe. Bitte, rette deinen kleinen Bruder noch einmal. Diese Type, das sind Tiere. Bitte, mach schnell. Tyner, lass mich raten. So heißt Cavera mit Vornamen. Sie ist hergekommen, um ihren Bruder zu retten. Okay. Diese Nachricht wurde bereits abgespielt. Cavera. Sie weiß, wo Dengoso gefangen gehalten wird. Wir müssen uns ranhalten. Sieh mal hier, das ist Cavera. Damit gibt es eine Verbindung zu den Gosso. Ihr Ex-Freund, ein Ex-Geliebter? Bestimmt nicht. Weil er ein Bundespolizist ist? Nein. Belassen wir es erstmal dabei. So, jetzt haben wir alles. Führen Sie Twitch zum Chemischen Institut. Warte, genau. Kommst du? Wir wissen jetzt mehr über den Gosso. Bei seiner Arbeit für Santa Blanca hat er irgendwelche Scheiße gebaut. Jetzt haben sie ihn geschnappt. Wenn Santa Blanca ihn hat, hält er nicht lange durch. Wir müssen uns beeilen. Sonst noch was? Ja, er heißt eigentlich Joao Pereira. Pereira? Das bedeutet. Genau, Cavera ist seine große Schwester. Das Kartell hält ihn im Chemischen Institut Libertad fest. Wir sind schon unterwegs. So, gut. Das Problem ist jetzt. Ah, doch, da ist noch ein. Da ist noch ein Helikopter. Ist gut. So, oh Mann, schade. Eigentlich hätte ich gedacht, dass der dann automatisch speichert. Aber, naja, war ja nicht so schlimm, das Ganze nochmal. Wir haben Gesellschaft, bleibt wachsam. Natürlich haben wir Gesellschaft. Kann der nicht mal frei da stehen? Dann nehmen wir mal ein Auto. Doch. Dann fahren wir halt mit dem Auto dahin. Uiuiui. Das ist ja eine lange Strecke. Offenbar ist unser Freund Engusso Pereira richtig gefragt. Der Kollege bei der CIA glaubt, Dengoso hätte wertvolle Informationen. Finden Sie ihn und bringen Sie ihn zu mir. Sind dran.
ist jetzt tatsächlich im Kofferraum. Oh Gott. Tut mir leid. Dann versuche ich mal schön zu fahren. So. Schön fahren, Tobi. Schön fahren. So. Dann fangen wir mal an. So. Chemisches Institut. Bin mal gespannt, ob er die ihren Bruder retten kann. Wenn natürlich jetzt dieses Auto hier ist echt oder die Lenkung hier ist echt nicht so geil. Na egal. Hauptsache wir kommen an. Entschuldigung. Irgendwie gerade ist irgendwas in meinem Herz. Da ist ein Konvoi. Super. Wir müssen da aber lang. Wir könnten auch hier abbiegen und dann nicht hier lang. Oder wir warten ein bisschen, bis die einfach geradeaus weiter. Weil die sehen ja sofort, dass wir dann feindlich sind, ne? Bisschen nervig. So, die fahren jetzt weiter, ne? Ja, gut. Sehr schön. Das Unidad-Heli, aber die dürfen eigentlich uns nicht erkennen, weil wir sind voll undercover mit voll den coolen Familienvan unterwegs. So, da sind wir auch gleich da. Da sind ja wieder die Leute. Beziehungsweise ist das das, was wir befreit haben? Nee, ist es nicht. Okay. Gut. Gut. Ich habe Caveras Signal. Zeit für den Turbo. Hä? Was für ein Turbo? Fragt ich sich jetzt auch. Hä? Was? Ah. Ich habe ihr Signal auch. Das war's für dich, Sol Miseravio. Das ist unser Mädchen. Spuck's aus. Deinen Kumpel zu brechen war nicht so schwer. Aber ich hatte meinen Spaß. Der ist tot, oder? Caveira. Wer zum Teufel seid ihr? Wir sind die Ghosts. Und sollen dich hier rausholen. Porra. Ich gehe nirgendwo hin. Diese Connors haben meinen Bruder. Du kannst nicht allein gegen die Sicarios kämpfen. Warum nicht? Ah, na schön. Dann ist es wohl eine Party. Heli, unten bleiben. Ich sage immer, wir müssten öfter ausgehen. Aber so war das nicht gemeint. Ich wollte dich nicht in Gefahr bringen. Es ist kein Ausgehen, wenn es nicht gefährlich werden kann. Ich suche mir einen Platz zum Auskundschaften und melde mich, sobald ich mehr weiß. Okay. Dann soll ich da einbrechen. Und wieso ist da jetzt nochmal ganz... Wir haben Gegner in der Nähe. Ganz viele Leute. Naja, okay, dann. Setze Drohne ein. Kundschaften wir mal aus. Feind markiert. Da ist noch ein Tango. Hier kommen wir auf uns zu. Mit dem sind es fünf. Naja, jetzt sind es auf jeden Fall ein paar mehr. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Da Alter. Ist noch einer. Macht 10. Feind gesichtet. Sniper. Hey, Sniper auf dem Dach. Okay, das, ich zähle 15. Tja, entweder ist es geskriptet oder es ist, also wahrscheinlich ist es geskriptet. Oder ist es so,
weil wir das letzte Mal da ein bisschen Party gemacht haben. Ich könnte auch da drauf gehen. Also auf den Sniper-Turm. Das wäre natürlich cool. So, da drin sind wahrscheinlich sehr viele. Und ich sehe dann nichts. Nee. Egal. Gut. Meter. Number one. Oh. Dann gehen wir mal hier außen rum. Wir müssen es ja nicht so öffentlich machen. Gerne den Sniper da oben ausschalten. Sehr schön. Ich überlege gerade, wie ich die drei am besten töten soll, ohne Alarm auszulösen. Und ich will mal kurz schauen, ob der. Ja. 20, fast ein Platoon. Hier ist ein Tango. Der wird auf jeden Fall gesehen, wenn er erschossen wird. Jetzt kriegen wir jetzt auch nochmal. Ein kleiner Sniper. Ach nee, das ist sie. Ja, cool. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Ja, nice. Der ist jetzt halt da alleine, aber da kommen ganz viele. Also die patrouillieren ja da die ganze Zeit. Deswegen würde ich jetzt... Ich weiß nicht, ob es am besten ist, die alle hier zu töten. Oder... einfach da reinzugehen. Also wir können uns hier reinschleichen. Ich versuche mal reinzuschleichen. Ich glaube, das könnten wir schaffen. Zwei Sicarios. Da, im Gebäude. Ja, und wie siehst du sie? Egal. An sich... Ich bin gerade wirklich hin und her gerissen, weil an sich da drin sind ja so sau viele. Und warte mal, ich schaue nochmal mit der Drohne rum. Genau,
Da sind ja, sau viele. Und wenn die mich erwischen, oder uns, dann haben wir ein Problem. Hier sind ein paar Sicarios. Da, im Gebäude. Wow. Ein paar. Ich sehe einen Haufen Sicarios. Da, im Gebäude. Ich sehe ein paar Kartellleute. Da, im Gebäude. Okay, wir warten noch, bis die Truppe vorbei ist. Ich sehe einen Haufen Sicarios. Da, im Gebäude. Und danach... Ich sehe ein paar Kartellleute. Da, im Gebäude. Ja, ich... Ich sehe einen Haufen Sicarios. Da, im Gebäude. Wie sollen wir denn da einbrechen? Beziehungsweise, wie sollen wir da je wieder lebend rauskommen? Wieso kommt der jetzt zu uns? Zurück, zurück. Lady. Ja, okay. Du wirst wahrscheinlich nicht gesehen. Geh da weg. Bringe Sprengladung an. Was? Es wird aber laut. Gut. Dann nochmal alles zurück. Bleib zurück, der Tango könnte dich sehen. Gut, dann töten wir erstmal alle. Verdammt. Oh Mann, Entschuldigung, ich dachte, wir könnten reinsneaken. Aber ist wohl nicht so. Ist wohl nicht so. Ich sehe zwei Sicarios. Sag mir wo. Ein Unidad im Gebäude. Und jetzt kommen wir noch im Heli. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Entschuldigung, wir gehen jetzt mal hier rauf. Wir finde ich am besten Sicht auf alles. Ich sehe hier zwei Narcos. Da, im Gebäude. Hoffentlich sehen die das nicht. Aber wobei, jetzt könnten wir es eigentlich wirklich schaffen. Wenn die Patrouille weg ist. Ja, wobei, Sprengladung ist immer saulaut. Okay. Aber trotzdem, wir versuchen es jetzt. Soll ich jetzt da? Granate kommt. Come mierda, culeros. Contatto! Contatto! Okay.
Sache mit dem Kartell an. Wie lautet der Plan? Die wissen von uns. Was machen die eigentlich? Oh Mann. Scheiße, wir haben Verluste. Verdammt. Tango beim Gebäude. Ich hab da was für euch. Feindbeschuss, auf das Gebäude achten. Ja, wir sind jetzt ein bisschen am Arsch. Ich mach euch alle. Wir hätten wirklich zuerst draußen alles aufräumen müssen. Ah. Ich hab dich, halt einfach durch. Er muss hier sein. Wie viele Räume gibt es hier? Den Gorso! Schnell weg hier, du Boho! Wir wollen dich retten! Mhm. Das war letztes Mal noch nicht, ne? Granate fliegt. Nehmt das! Die kommen auf uns zu. Ich kann eigentlich hier alles alleine machen. Und du lebst noch. Granate fliegt. Oh, er ist tot. Er ist tot. Oh, da ist einer gekommen. Cool, du hast auch jemanden getötet. Granate fliegt. Au. Nein! Oh, ich bin tot. Oh, okay, danke fürs Zuschauen. Nächstes Mal machen wir es klüger. Ja. Ja, bis zum nächsten Mal. Danke. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen.
Auf jeden Fall, so machen wir es nicht nochmal. Macht's gut, bye bye.